Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus heute am Montag, den 30. Januar. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander Gottes Wort lesen und studieren können und den Tag mit Gottes Wort beginnen. Wir haben letzte Woche angefangen mit dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Und wir sprachen darüber, von dem Blick in die Ewigkeit. Uns war klar, dass Reichsein als solches noch keine Sünde ist, sondern wenn ich über meinen Reichtum hinaus niemanden mehr anerkenne als mich selbst. Es geht also nicht darum, dass wir als Gotteskinder und Christen immer arm sein müssen und am Hungertuch nagen sollen, sondern dass dort, wo Gott Reichtum schenkt, wir eine Verpflichtung haben, eine Aufgabe haben. Aber Gott lässt uns nicht einfach in den Sumpf rutschen, sondern er spricht uns an, er warnt uns. Und seine Warnungen sind immer, liebe Freunde, immer aus Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist ein ganz, ganz kleines, scheinbar kleines Geheimnis. Aber daran können wir sehen, ob wir noch auf dem rechten Weg sind. Wenn wir in der Liebe sind, wenn wir unsere Feinde lieben können. Liebe Freunde, es geht nicht darum, die Freunde zu lieben oder Glaubensgeschwister zu lieben, das kann jeder. Das können sogar die Diebe und Räuber untereinander. Sondern dass wir sie lieben in einer Form, die sie herauslieben möchte aus ihrem verkommenen, falschen Weg. Gott ist Liebe. Gott ist der Vater der Liebe. Warum lässt er uns denn durch seinen Sohn solch schreckliche Dinge erzählen, wie wir sie in dieser Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus gehört haben? Er lässt uns damit aus Liebe warnen. In Sprüche 14, 25 heißt es, ein wahrhaftiger Zeuge errettet Seelen vor der Lüge. Wer aber Lügen ausspricht, ist lauter Trug. Der Herr Jeschua ist der wahrhaftige Zeuge, der über diese Erde ging. Jeschua sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist also der wahrhaftige Zeuge dieser Ereignisse, dieser Situation, die uns hier in dieser Geschichte geschildert wird. Er hat die ewige Herrlichkeit und auch die ewige Verdammnis gesehen, und es ist ihm deshalb ein Herzensanliegen, dass wir nicht in die ewige Verdammnis gehen. Darum kam er auf diese Erde. Er ließ sein Leben für uns auf Golgatha am Holz, damit wir Rettung finden können. Und jetzt warnt uns dieser Heiland in dieser Geschichte so eindrücklich, nicht den Weg des Verderbens zu gehen? Ja, Gott selbst warnt uns durch seinen Sohn, damit wir nicht an den Ort der Qual kommen müssen, der offensichtlich als Gerichtsort für unbußfertige Sünder unumgänglich ist.
Allerdings sagt uns die Bibel, dass die Hölle überhaupt nicht für den Menschen gemacht ist. Im Gegenteil. In Matthäus 25, 41 lesen wir: Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, gehet von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Die Hölle, diese endgültige Gottesferne, hier in unserer Geschichte, wird durch das Totenreich beschrieben, ist also für die gegen Gott rebellierenden Engelwesen bestimmt. Wer aber sein Leben nicht in der Macht der Finsternis trennen lässt, obwohl Gott die Möglichkeit in Jeschua dazu gegeben hat, muss zwangsläufig das Schicksal Satans und seiner Engel teilen. Deshalb, komm zu dem Heiland. Komm zu dem Heiland. Komm noch heute. Folg seinem Wort. Jetzt ist es noch Zeit. Er ist uns nah zum Segnen bereit und ruft so freundlich: Komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir von Sünden befreit und rein in das gelobte Kanaan ziehen. Jeschua, sieh her, ich komm. Kannst du dieses Gedicht nachsprechen? Siehe, ich komm. Oder möchtest du lieber darauf verzichten, in den Himmel zu gehen? Ist deine Sache. Deine Entscheidenheit oder Entscheidung. Es gibt Prediger, die immer wieder laut schreien: Entscheide dich für Gott oder für den Teufel. Vorsicht, eine schlimme Lüge steckt hinter diesem Satz. Du musst dich nicht für den Teufel entscheiden. Wenn du dich nicht für Gott entscheidest, bist du ein Kind der Finsternis. Und wenn du noch so human, noch so menschenfreundlich durch die Welt gehst, solange Jeschua nicht dein Lebensinhalt ist, wirst du den Himmel nicht sehen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, heißt es im Johannes auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte euch empfehlen, einmal ganz intensiv das Johannesevangelium zu lesen. Es ist ein wunderbares Wort, wo viele tiefe Wahrheiten zu finden sind. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Jahwes reichen Segen, dass du ihn findest. Und wer Freude daran hat, ein kleines Bibelstudium zu machen aus dem Johannesevangelium, der soll sich bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse wird eingeblendet und wir können dann im Chat, im Skype, eine kleine Bibelrunde machen, wo wir Johannesevangelium studieren. Ich wünsche euch von ganzem Herzen gottesreichen Segen und Bewahrung in der neuen Woche. Heute am zweiten Tag der Woche wünsche ich euch ein herzliches Shabbat, ein herzliches Shalom. Amen.